Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei Far Cry 4. Da ich gleich weitergespielt habe und mich in der gleichen Session wie letzte Folge befinde, knallen wir gegen einen Baum, weil es geruckelt hat. Ja, genau, deswegen funktioniert die ganze Nummer auch noch. Wir fahren jetzt mit dem Kmat mal wieder zurück zu Konan, oder Kanan heißt sie, glaube ich, Kanan. Und schauen uns mal an, was die gute Frau so zu erzählen hat. Denn wir haben ihr Wolfsproblem jetzt hoffentlich gelöst. So. Ist doch hier irgendwo. Können wir hier eigentlich rein? Nein. Sie ist nicht allein. Guten Tag. Sequenz. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Fälle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Oh, die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das, Tanker? Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra, der nächsten Tarun Matara. Tarun Matara ist eine lebende Göttin, behauptet Sabal. Das ist kein Leben für ein Kind, als Objekt behandelt zu werden, als Ding. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Okay, gut, der Wolfsbau ist beendet. Wir haben jetzt Pfeil und Bogen immer noch ausgerüstet. Diese Waffen finde ich sehr, sehr cool. AJ, geh zu Longinus, wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des Goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Wer ist hier? Wer ist das? Was geht hier ab, Leute? Die haben Waffen. Aber das sind unsere, oder? Warum fahren die hier hin? Was machen die da? Warum fahren die da in der Gegend rum? Ich verstehe es nicht. Wir könnten das Gerät mal nehmen. Vielleicht können wir das nehmen. Ja, das ist cool. Davor müssen wir aber noch kurz die Karte hier aktualisieren. Und zwar Longinus heißt es. Wo ist er denn? Hier ist er. Wegpunkt. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Okay, können wir da Schnellreise hinmachen? Nein, 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 können wir nicht. Gut, dann fahren wir jetzt das Stückchen einfach mal. Das ist doch eigentlich eine nette Sache. Mal schauen, was die Kollegen da machen. So, wir nehmen der alten Frau jetzt dadurch leider ihr Gerät. Was sagst du? Und du? Wir könnten ihnen jetzt ihr Fahrzeug nehmen, aber das will ich nicht. Wo sind denn unsere Homies hin? Nehmen wir mal das Ding. So, indische Musik am Start, röhrt auch ganz schön. Hier ist wieder so ein Händler. Okay, da vorne kommt eine scharfe Kurve. Da müssen wir ein bisschen abbremsen. So, ich will ja nicht, dass wir verunfallen und dieses Gerät hier, dieses Ape-ähnliche Teil, soll ja auch überleben. Am besten können wir es der alten Frau wieder zurückbringen dann. Okay, es ruckelt wieder ein bisschen. So. Wie so eine Offroad-Fahrt. Oh, fuck, da ist uns der Hirsch einfach reingelaufen. Oh, shit. Okay, wir müssen es auf jeden Fall reparieren, bevor wir es der alten Dame wieder zurückgeben. Hoffentlich gibt es hier sowas wie einen Mechaniker oder so. Genau. Longinus ist hier. Ist ja eine nette Fahrt eigentlich. Ich bin ja gespannt auch, wie es weitergeht. Also, Sabal... Oh, das ist wieder so ein VW-Bus-ähnliches Teil. Sabal schenkt uns jetzt zu Longinus, damit der uns irgendwie danken kann.
ist ja okay. Wir sind auf jeden Fall irgendwie da auch der Sohn eines großen ehemaligen Führers des Goldenen Pfads, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, ich bin gespannt, wo Sabal uns in Zukunft sieht. Und auch die beiden Mädels, was die von uns jetzt noch in Zukunft wollen. Guten Tag. Oh, wir sind an Linus vorbeigefahren. Das Teil hat einen Rückwärtsgang, das ist gut. Oh, Nashorn. Ein Nashorn, Leute. Ich weiß nicht, ob Nashörner aggressiv sind. Wir können mal schauen. Offensichtlich aber nicht, aber hier wird geschossen. Oh fuck doch. Oh fuck doch. Oh, wir gehen mal schnell hier rein. Hoffentlich killt uns das Nashorn nicht. Willkommen. Ich bin Longinus. Guten Tag. Ich hätte eher einen alten Mann. Du bist Edgy. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Juda die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Deuteronomium 32,47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Ja, nimm das Ding runter. Oder Sprüche. Sprüche 19,11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Alter. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist von Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier Sabal, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleibt weg, Scheiße. Und er sprach zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Oh, fuck, Mann. Okay, gut. Banapur wird angegriffen. Dieser Wahnsinnige hat uns eine Waffe gegeben. Ist ja okay. So, wir geben gleich mal Action hier. Sind Gas geben wir. Querfeld ein diesmal. Die Karre lassen wir auch stehen. So. So. Wir haben nämlich keine Zeit. Oh fuck. Oh fuck. Ich wünschte, du könntest dich an damals erinnern, AJ. Deine Mutter und ich mit dir auf ihren Hüften. Ach, was waren das für Zeiten. Sie war nie glücklicher als damals und von ihr kann ich wohl dasselbe sagen. Wir hatten viele Pläne, nicht nur für unsere Familie, sondern für Kyrat. Es war nicht immer so. Mir fehlt diese Zeit aber. Es ist zu spät. Ich hab's versucht, wirklich versucht. Dieses Land ruiniert dich. Lass dich nicht von ihnen runterziehen, AJ. Deshalb hat die Schwari dich nicht hierhin zurückgeschickt. Okay, gut. Pagan Min versucht immer noch, uns irgendwie zurückzuholen oder wieder vom Gegenteil zu überzeugen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier irgendwo hochkommen. Ah, shit. Gut, ich muss hier mal kurz die Karte anschauen. Ah, dort hinten, wir müssen umdrehen, wir müssen im Endeffekt genau hier hin. So.
Scheiße. Also eigentlich waren wir jetzt schon richtig. Hier können wir hoch. Ist doch ein Seil, oder? Es geht hier eh. So, los geht's. Los geht's. Fuck, eigentlich hat er gemeint, wir sollen wegbleiben. Das tun wir natürlich nicht. Ich bin hier, Sabah. Wie kann ich helfen? Verdammt, bleib in Deckung und rette, wen du retten kannst. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Okay, fuck. Um zu heilen. Woher der uns jetzt auch immer abgeballert hat, ich würde es gern sehen. Wir können hier mal ein bisschen. Steuerung zu heilen. Dort ist er. So. Boah, dieser Wahnsinnige. Der läuft uns auch noch entgegen. Geh weiter. Ah. Hol die Kugel raus. Genau, komm, Alter. Nachladen. Dort oben. Den holen wir uns. Action pur. Da scheint noch einer zu sein. So. Lauft weg, Leute. Oh, shit. Okay, gut. Ich muss mich gerade echt konzentrieren. Das ist schon wieder so ein Penner. Oh, shit. Wo sind die? Nochmal. Okay. Dort sind zwei. Den habe ich nicht gesehen. Hier runter. Ah. Shit, shit. Jetzt hast du uns erwischt. Die habe ich nicht bedacht, nicht mitbedacht. Boah, shit. Übel viele, übel viele. Deshalb hat der andere gesagt, wir sollen. Deshalb hat Balak gemeint, Entdeckung zu bleiben. Ich bin in der Nähe und bringe gleich Hilfe. Da kommen wir nicht entlang. Okay, gut. An sich war das jetzt erstmal nicht schlecht. Ich habe nur ein paar nicht bedacht von den Kollegen. Zum Beispiel die hier. Die zoomen wir an. Die können wir nur nicht wirklich erwischen. Das Problem. Oh Mann. Gut, aber wir haben sie jetzt da zumindest weggelockt. Was ist das mit ihm? Ah. Ich heile mich schon. Da muss ich echt aufpassen jetzt. Okay. Wir müssen nur auf Sabal warten eigentlich. Und auf diese Feuertypen. Okay, wo sind sie? Vielleicht können wir uns von ihnen eine Waffe schnappen. Molotow? Zigaretten. Geld auf jeden Fall. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Molotow. Okay.
Der hat noch. Okay, die Waffe gefällt mir. Die ist relativ schnell. Wir haben hier eine scheiß Posi. Eine scheiß Position haben wir hier. Das war's mit dem, Homie. Leute, raus mit euch. Da oben. Weg, weg. Weg. Jetzt habe ich keine Muni mehr gehabt, oder? Ich sehe gar nichts mehr. Ich muss hier runter. Wir richten uns die Hand. Shit. Okay, gut. Wir haben nur noch Messer. Komm, mein Freund. Komm her. So, tschüss. Ich messer mich jetzt hier ein bisschen durch die Gegend. Der hat uns auch noch was verpasst. Okay. Was haben wir hier? Eine Wumme. So gehört sich das. Hier brennt alles. Ey, Leute. Wo ist da einer? Wir haben jetzt eine höhere Reichweite. Yo. So. Nachladen, das ist eine Schotti. Irgendeiner hat uns auch erwischt. Der hat echt üble Tricks drauf. Hier haben wir noch eine Waffe rumliegen gehabt. Hier. Die ist besser. Die ist besser als die Schotti. Tschüss. Gleich mal wieder heilen hier. Ich weiß gerade gar nicht, wo der Kollege ist. Tu das nicht, Mann. So. Vollidiot. Okay. Okay. Fuck. Wo sind die? Wo kommen die alle her? Hier ist noch einer. Da oben oder was? Der Heli. Da verballere ich meine ganze Muni beim Heli. Den wollte ich jetzt erwischen. Da ist noch einer. Ich muss hier unbedingt in eine Hütte rein. Ich brauche irgendeine bessere Position. Hier sowas zum Beispiel. Oh shit, Leute. Nachladen. So. Ein Hammer. Jetzt haben wir auch eine doppelte Muni-Ladung hier. Müssen die Leute retten. Wir Soldaten auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Badra untergebracht. AJ, hol sie da raus. Lauf, lauf! Wahnsinniger! Hier oder was?
Oh, wir müssen sie hier rausholen. Können wir nicht, können wir nicht. Oh fuck, wir müssen uns permanent heilen. Hier ist überall Feuer anscheinend. Das ist ja eine Scheiße hier. Was ist denn das für ein Dreck? Wir fangen immer wieder an zu brennen. Kopfschuss. Wie kommen wir da hoch? Fuck. Wie kommen wir da hoch? Okay, Leute, in der nächsten Folge bewegen wir uns dort nach oben. Bis dann. Ciao.